Ich begrüße heute bei mir im Studio den Gitarristen Björn Müller und den Bassisten Tilman Karboff. Zwei Musiker der bekannten Coverband Völkerball, A Tribute to Rammstein. Doch bevor wir mit dem Interview anfangen, möchte ich nochmal schnell auf das Gewinnspiel ganz am Ende hinweisen. Hallo Tilman, hallo Björn. Hallo. Hallo. Ja, erzählt doch mal, wie habt ihr denn so zur Musik gefunden? Magst du anfangen? Ja. Lieber Björn. Ja, möchtest du nicht lieber, lieber Tilman? Du darfst gerne anfangen. Wie habe ich zur Musik gefunden? Also mich hat Musik schon immer extrem berührt, als Kind auch. Wenn ich Musik gehört habe, hat es extrem was ausgelöst in mir. Und dann hat es angefangen, dass meine Eltern mich zur musikalischen Früherziehung geschickt haben. Und dann spielt man verschiedene Instrumente, es hat mir Spaß gemacht. Danach bin ich dann bei der Trompete geblieben, habe dann jahrelang erstmal Trompetenunterricht gehabt. Und wie war es bei dir, Tilman? Oder darf ich Til sagen? Du darfst gerne auch Til sagen, Tilman, wie du möchtest. Ja. Bei mir war das ähnlich. Ich bin auch zur musikalischen Früherziehung gegangen. Ich habe da fleißig immer 3 Sternchen gesammelt für Notenschreiben und was nicht alles. Dann habe ich erstmal, glaube ich, so diesen normalen Weg über eine Schwester, die hatte ein Klavier zu Hause und da habe ich dann drauf rumgetrommelt, wenn es möglich war. Und dann bin ich irgendwann zur Gitarre gekommen und das habe ich dann zum Glück schnell wieder aufgehört und habe dann angefangen, Bass zu spielen. Weil es irgendwie, da ist mein Herz dann hängen geblieben. Das passt doch besser zu dir. Das passt auch besser zu mir, genau. Ich habe mich dann auch körperlich weiterentwickelt. Ja. musikalische Früherziehung, ist das, was genau kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist das sowas wie eine Musikschule oder was genau ist das? Genau, ja. Es ist so eine, ich glaube, so der erste Kontakt für Kinder noch sogar vor dem Kindergarten, ne? Oder? In der Kindergartenzeit, so zwischen Kindergarten und Schule, irgendwie geht das so los. Da lernt man so die ersten Noten schreiben und oft Blockflöte spielen oder mal sich an irgendwelchen anderen Instrumenten einfach auszuprobieren. Welche Einflüsse haben euch denn besonders bei eurem musikalischen Werdegang geprägt oder welche Einflüsse haben euch so weitergebracht und eine wichtige Rolle gespielt? Ja, also natürlich prägt einen alles, was man hört und das ist natürlich in den letzten 20 Jahren ziemlich viel oder 27 aktive Musikhörjahre. Aber ein wichtiger Einfluss war auf jeden Fall nach dieser Trompetenphase, die ich eben erwähnt habe, dann kam der Metal, Iron Maiden und diese Bands und die haben mich auch wirklich zur E-Gitarre gebracht und das hat mich so sehr beeindruckt, dass es auch klar wurde sehr schnell, dass ich von der Musik leben wollte oder von der Gitarre. Also das waren die ersten Einflüsse und das hat sich über die Jahre immer mehr erweitert auf verschiedene Stilistiken und verschiedene Künstler und ich denke, alles, was mir gefällt, hat mich auch beeinflusst. Das wäre jetzt. Bist du denn auch da über Metal auf deine musikalische Laufbahn gestoßen? Ja, tatsächlich, ja, genau. Also bei mir waren es auch tatsächlich Bands wie Iron Maiden, die mich damals gepackt haben und der großartige Ozzy Osbourne, die Ultimate Sin-Platte hat mich so in meinem Keller festgehalten immer. Und dann habe ich da Gitarre gespielt und als ich dann angefangen habe, Bass zu spielen, war es irgendwie, kam so die Funk- und Soul-Richtung eher so. Und so diesen 60er-Jahre Motown-Style. Du hast ja gerade gesagt, du hast früher Gitarre gespielt und jetzt bist du Bassist. Genau. Was genau war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, Gitarre nein, Bass ja? Ja, ganz klassisch, ne? Es gibt eine Band und es gibt halt keinen Bassisten, dafür zu viele Gitarristen. Und dann wird halt der genommen, der nicht so gut ist. Der kriegt dann einfach ein paar Saiten weniger in die Hand. Und so kam das. Und es war tatsächlich so, dass ich in dem Moment, wo mir jemand diesen Bass in die Hand drückte, ich dachte, wow, das ist es. Ne? Das ist genau mein Instrument. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Und es ist auch bis heute so geblieben, dass mich das tatsächlich einfach so catcht, dieses Instrument. Ja, es gibt ja mittlerweile 2 Bandprojekte bei euch. Einmal das Bandprojekt Heldmaschine und einmal das Bandprojekt Völkerball. Ihr beide seid ja ausschließlich bei Völkerball dabei. Mhm. Was hat das denn für Beweggründe oder warum gerade nur Völkerball? Ich war anfangs ja auch noch Teil des Projekts der eigenen Musik. Das hat sich ja so ein bisschen entwickelt. Das kam dadurch, dass Fans einfach auch wollten, dass wir eigene Musik machen. Dann lief das auch noch unter dem Namen Völkerball. Die erste Platte ist ja tatsächlich auch noch unter Völkerball erschienen. Und dass sich das so ein bisschen aufgesplittet hat, hat einfach vielleicht manchmal zeitliche Gründe. Es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Arbeit, mit eigener Musik zu arbeiten, da nochmal dran. Und für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass ich schon so ein bisschen auch so einen Ausgleich brauche, ne? Also
Völkerball und Heldmaschine sind natürlich sehr in eine Richtung. Es ist, ich würde sagen, fast die gleiche Szene, die da ja auch bedient wird. Und wie gesagt, mein musikalisches Ding läuft halt auch schon mal in eine andere Richtung. Ich mag halt gerne auch mal was anderes machen. Doch dazu habe ich halt zwei Kinder. Also es ist ja auch nicht so einfach, das alles dann Familie noch unter den Hut zu bringen. Ja, meine Freundin möchte mich gerne auch noch mal sehen ab und an und so. Das ist das also. Bei mir hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Ich bin ja erst seit 2,5 Jahren bei Völkerball dabei. Und ich bin wirklich bei Völkerball eingestiegen und nicht bei Heldmaschine. Also. Ja, wenn man eure Show anschaut, die ja schon recht spektakulär ist, sieht man ja auch, dass die Bewegungen jetzt zum Beispiel vom René oder auch von euch sehr nah ans Original von Rammstein angelehnt sind. Kann man da sagen, wie lange ihr gebraucht habt, um die Bewegungen jetzt, ich möchte nicht sagen abzukupfern, aber schon einzustudieren, dass die halt wirklich auch authentisch sind? Ja, da muss ich natürlich sagen, wir haben schon sehr viel Zeit gebraucht, um uns vorzubereiten. Also einerseits hat natürlich die ganze Bühnen- und Kulissenbauerei irgendwie fast ein Jahr am Anfang gebraucht, um das zur Bühnenreife zu bringen. Und dann sind wir tatsächlich so weit gegangen, dass wir unsere Kulisse in einem Ballsaal in einer Schule untergebracht haben, das dahingestellt haben und dann vor Spiegeln geübt haben und zu sehen, was machen wir da eigentlich. Ne? So. Trotzdem haben wir natürlich alle schon unseren eigenen Weg und unsere eigene Person da noch mit drin. Ne? So. Ich denke, beim René ist das manchmal so, so 1:1, weil er, glaube ich, auch einfach dem Lindemann sehr ähnlich ist in seinem ganzen Auftreten, im Aussehen. Ich glaube, es fiel ihm nicht immer leicht, aber er hat sich da natürlich auch viele Videos angeguckt, klar. Ihr tretet ja am 1.5. jetzt auch in der Bonner Rheinaue auf. Ist es für euch als Bonner denn ein besonderes Gefühl, gerade wieder hier zu spielen, weil ihr ja auch viel auf Tournee seid? Oder sagt ihr, das ist ein Tourneeplatz wie jeder andere? Nee, also für mich definitiv nicht, weil viele Leute kommen, die man kennt. Das fühlt sich dann auch schon mal anders an zu spielen, vor Freunden und Bekannten. Und die Bonner Rheinaue ist schon eine wirkliche Ausnahme, muss man sagen. Wir spielen ja sonst eher in Clubs oder Hallen. Und jetzt ein Open Air in der Art, wie das in der Rheinaue ist, ist eigentlich schon ein Highlight. Ja, ist das für dich hinaus so, Till? Oder sagst du, ja, okay, Bonn ist ein Punkt wie jeder andere? Nee, ich freue mich total auf die Rheinaue. Noch dazu ist diesmal ja ein Freitag, glaube ich, der 1. Mai. Und dieses lange Wochenende mit viel Programm ja in der Rheinaue, das wird, glaube ich, ganz toll irgendwie. Und die Kulisse da ist super. Ja, Bonn ist, es ist einfach nett hier zu spielen für uns. Ne? Mhm. So. Wir machen ja einmal im Jahr bisher so unser Jahreseröffnungskonzert, lief ja immer im Brückenforum. Das ist meistens voll und das sind schon immer ganz besondere Termine. Mhm. Ja. Ja, wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und sind gleich wieder für Sie zurück. Wer Schmerzen kennt, vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, mein heißer Schrei. Lust verbrennt.
Geist verbrennt, bang, bang. Gefährlich, das gebrannte Kind wird früher das vom Leben trennt. Ein heißer Schrei, bang, bang, Feuer frei. Ist nicht mein Glück, ist mein Unglück. Dein Glück ist nicht mein Glück. Zurück am Mikrofon begrüßt Sie aus dem Locom-Studio in Bonn Siegfried Brede. Weiterhin bei mir im Studio zu Gast der Tillmann und der Björn, zwei Musiker der bekannten Coverband Völkerball, A Tribute to Rammstein. Ja, wir hatten uns eben darüber unterhalten, dass ihr unter anderem durch musikalische Früherziehung zu eurer Musik gefunden habt, welche Einflüsse bei euch eine Rolle gespielt haben und dass ihr jetzt ja auch am 1.5. in Bonn auftreten werdet. Ja, wie oft habt ihr denn eigentlich schon in Bonn gespielt? Oh, viermal im Brückenforum und zweimal mittlerweile, glaube ich, in der Rheinaue. Also doch schon eine ganze Menge. Ja, so einmal im Jahr Brückenforum und dann zusätzlich noch in der Rheinaue, genau. Habt ihr denn bestimmte Lieder, die ihr jetzt in Bonn spielen werdet? Oder spielt ihr einfach prinzipiell eine immer gleichbleibende Liedabfolge? Wie ist das? Also wir schauen immer, was so im letzten Jahr und beim letzten Konzert passiert ist. Es gibt natürlich so ein paar Hits, die bleiben drin, die müssen auch drin bleiben. Aber es ist immer sehr schwierig und eine lange Diskussion, wenn man Sachen rausstreichen will. Ne? Also es gibt natürlich immer so Songs wie Sonne oder Engel, das muss halt drin sein, das wollen die Leute hören. Ne? Oder Mein Teil. Oder Mein Teil, das ist natürlich auch, da ist natürlich auch, passiert die meiste Show. Ne? So. Und ansonsten gucken wir eigentlich, dass wir auch immer versuchen, viel alte Songs von Rammstein mit ins Programm zu nehmen, weil die einfach auch selten gespielt werden von Rammstein selber. Jetzt haben wir natürlich aktuell aus der letzten Platte wieder ein paar Sachen wieder mit drin. Wir haben jetzt Wiener Blut mit im Programm und Zerstören, die jetzt aus der aktuellen Platte sind. Ja, an sowas wagen wir uns dann immer mal wieder ran, was Neues mit reinzunehmen und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Eure Show, muss man ja mal sagen, vom Live-Album Völkerball, wonach ihr ja auch benannt seid, ist ja schon recht spektakulär, wenn man jetzt mal das Verhältnis sieht, was die offizielle Band Rammstein da abliefert und im Vergleich, was ihr da macht, ist ja wirklich beeindruckend mit dem, was ihr zur Verfügung habt. Wird es denn auch ein neues Album geben, sobald ein neues Album von Rammstein rauskommt, oder macht ihr sogar eine neue Show dann, wenn es das ermöglicht? Ja, wir werden wahrscheinlich keine neue Show machen. Das ist eigentlich nicht geplant. Wir haben uns schon auch bewusst Völkerball genannt. Und diese ganze Show, die wir machen, ist sehr an die DVD, an die Live-DVD Völkerball angelehnt. Da gab es ja dieses großartige Konzert in Frankreich von Rammstein. Und da ist die Kulisse her und da sind auch so die meisten Songs und so die Effekte, die wir benutzen, ein bisschen abgeguckt. Und das jetzt nochmal komplett umzuschmeißen und an eine neuere Show anzupassen, die meiner Meinung nach oder auch so der Bandmeinung nach, glaube ich, kann ich auch sagen, eher nachgelassen hat nach diesem Album, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Wir nehmen natürlich neue Elemente mit rein, wir nehmen andere Songs mit rein und passen das natürlich an und gucken auch selber, was man da an Show machen kann. Wir haben ja sogar auch Songs im Programm, die Rammstein live nie gespielt hat. Du wolltest noch was sagen? Ja, ich meine, die Show entwickelt sich schon weiter, indem sich die Pyro auch dann weiterentwickelt oder ändert, sowas. Aber Dass wir jetzt das ganze Konzept umstellen grundsätzlich, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee. Du hast jetzt gesagt, dass die Pyro umgestellt wird. Was genau meinst du damit? Also, dass da irgendwelche Elemente verändert werden? Oder? Genau, dann werden neue Effekte ausprobiert, neue Flammen, soll größer werden. Und
Also dem einen oder anderen, der jetzt in Bonn jetzt auch wahrscheinlich war oder jetzt 2015 so die Konzerte schon besucht hat, ist auch schon wahrscheinlich aufgefallen, dass wir einiges noch dazu gestellt haben und unsere ganze Pyroshow doch einiges gewachsen ist. Und das wird auch in diesem und im nächsten Jahr noch weitergehen. Und ich glaube, es lohnt sich nochmal vorbeizukommen. Hoffen wir nur, dass nicht zu viel Wind ist, ne? Ja, genau. Ja, aber das ist ja dann wird die schon noch spektakulärer. Björn, du hast das Instrumentaltrio Spitzbart gegründet und arbeitest als Musikdozent an der New York Music Academy. Zusätzlich veröffentlichst du auch noch DVDs über Improvisationskonzepte bei Gitarren. Was genau ist denn ein Improvisationskonzept bei Gitarre? Oder was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, an Improvisation ranzugehen, aber du sprichst ja auf meine DVD an. Wahrscheinlich da habe ich mich darum gekümmert, wie man mit musikalischem Material wie Tonleitern und verschiedenen theoretischen Dingen, wie man damit musikalisch spielt. Also ich könnte jetzt ins Detail gehen, aber das wäre wahrscheinlich so spezifisch, gitarrenmäßig. Bleibt denn da bei dem ganzen Arbeiten noch genug Zeit für dich selber? Oder bist du nur noch am Dozent sein und veröffentlichen? Ja, schon. Ich meine, das ist ja immer phasenweise. Es gibt Phasen, wo wirklich wahnsinnig viel zu tun ist. Das ist ja bei den meisten Menschen so, die im künstlerischen Bereich arbeiten, dass es Phasen gibt, wo man sehr extrem viel arbeitet und dann gibt es auch Phasen, wo man zu wenig macht. Und von daher ist der Ausgleich eigentlich ganz gut. Till, du bist ja auch unter anderem ein Gruppenleiter in einer Nachmittagsbetreuung von einer Grundschule. Wissen die Kinder denn eigentlich, wer du bist und was für eine Musik du machst? Also, du weißt alles, das ist ja erstaunlich. Nee, das wissen die nicht. Ich halte das eigentlich, also nicht, dass ich jetzt das geheim halte, aber ich spreche jetzt nicht wirklich viel darüber, was ich so am Wochenende mache. Also die Kinder wissen, ich bin freitags nicht da und komme montags manchmal müde zurück. Die Augen sind da so komisch geschminkt. Ja, manchmal sind die Augen dann noch geschminkt und die fragen mich dann, warum ich bunte Haare habe und solche Sachen. Aber ich halte das eigentlich so für mich. Ne, so. Ich glaube, es ist einfach dadurch, dass sie sehen, ich mache sehr viel Musik. Ich habe meine Gitarre da stehen und spiele viel einfach und manchmal singen wir was miteinander, manchmal spiele ich auch einfach nur und Kinder hören zu. Ich glaube, zu sehen, dass da jemand ist, der Spaß daran hat, Musik zu machen, das ist das, was Kinder am Ende inspiriert. Ja, wir sind auch schon fast wieder am Ende unseres Beitrags. Möchtet ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch euren Fans noch irgendetwas mitteilen? Bitte bedrängt uns nicht so. Nein, es ist, glaube ich, der Unterschied auch zwischen uns und natürlich so einer Band wie Rammstein ist, dass wir es auch wirklich genießen, Nähe zu haben zum Publikum. Also wir gehen nach den Konzerten immer noch runter und suchen auch Kontakt und sprechen auch viel mit den Leuten, die da sind. Ich glaube, das ist für uns total wichtig, einfach auch um Feedback zu bekommen. Genau. Weil wir halt während der Show ja wirklich die Schotten dicht machen und das ist nicht immer einfach. Ne? Also diese Rammstein-Show ist ja so ein bisschen darauf ausgelegt, sehr unnahbar zu sein. Und die Musiker auf der Bühne haben so keinen wirklichen Kontakt zu dem, was vor ihnen passiert. Und das ist manchmal bei 3.500, 4.000 Leuten schwierig, nicht zu zeigen, dass man sich gerade mega freut. Ne? Also ich meine, da stehen Leute, die jubeln dir zu und du stehst da oben und guckst, als hättest du damit nichts am Hut. Ne? Das ist super schwer. Also, ne? Aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich auch einfach ein Teil der Show und deswegen werdet ihr auch schon Teil der Show, genau, ja. Das wissen die Leute ja und das wollen die auch haben, glaube genau, ich. So. Genau. Von daher würde ich gerne das Publikum gerade jetzt in Bonn animieren, nach der Show zu uns zu kommen, auch wenn wir auf der Bühne böse aussehen, aber nach der Show, wenn wir abgeschminkt sind, sind wir eigentlich unglaublich liebe Kerle. Zumindest ich. Ja, ich ja auch. Ah, ja doch, ja. Oder? Aber, ja, geht. Habt ihr noch irgendwelche speziellen Wünsche vielleicht, die ihr loswerden wollt, dass ihr sagt, hey, kommt alle zu unserem Konzert oder? So sieht ja, das aus. Auf jeden Fall. Ne? Genau. Alle am 1. Mai ist der 1., ne? 1. Mai, genau, Freitag in der Rheinaue. Ja. Genau. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten hier in Siegburg, sind wir mal ohne Pyro-Show, ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Also wir spielen auch so 1 bis 2 Club-Shows im Jahr, die ganz ohne Pyro sind, die zwar mit Show stattfinden, aber kein Feuer und ganz nah dran in einem sehr schönen Club in Siegburg, im Kubana. Und dann sind wir natürlich im Kölner Raum unterwegs, Köln-Porz-Wahn, im Elshof oder in der Essigfabrik. Gucken, Terminkalender und vorbeikommen. Das ist für uns natürlich immer super, wenn die
wenn die Clubs voll sind, dann. Ne? Kommen wir doch noch einmal kurz auf das Gewinnspiel zu sprechen. Was können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer und Fans gewinnen? Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld lange Gedanken darüber gemacht, worüber sich Fans freuen könnten, wenn sie dieses Interview gehört haben. Und haben uns überlegt, dann könnt ihr eins von 5 handsignierten T-Shirts der großartigen Gruppe Völkerball gewinnen. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, schickt doch einfach eine Mail an. bürgerradio@radiobonn.de. Ja, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für das Interview und sage einfach, dass die Fans dann gerne zu euch kommen dürfen, euch Fragen stellen dürfen, Kritik üben dürfen. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass ihr im Studio wart und bedanke mich bei euch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön bei euch. Gerne. Ader, in ihr das Blut des Völkers.